Jo Leute, willkommen zum vierten Video meiner Kreatinreihe und heute geht es um die Ausgangssituation, bevor man das Kreatin nimmt. Zum Beispiel manchmal wissen Frauen nicht so richtig, was sie machen sollen wegen Kreatin oder Vegetarier, zu welchen Sportarten passt es am besten, was mache ich, wenn ich gerade in der Diät bin, zum Beispiel Low Carb, das alles in diesem Video und im Anschluss die Handtop Challenge. Und es ist mal wieder soweit, ich weise euch nochmal darauf hin, ladet die PDF-Datei in der Videobeschreibung runter. Da ist alles Wissenswerte aus den letzten drei Videos, aus diesem Video, aus dem nächsten Video, alles rund um das Kreatin, alle eure Fragen werden in dieser kostenlosen PDF-Datei beantwortet. Ist ganz anschaulich gestaltet, ihr seht da alles auf den ersten Blick, was ihr braucht und wissen müsst, ist ganz praktisch. Erstmal gehe ich auf eine ganz wichtige Frage ein, und zwar, für wen ist eigentlich Kreatin geeignet? Weil das immer nur so diese ganzen Supplemente, denken die meisten, Fitness, Bodybuilding, lassen wir die mal machen und so. Aber mittlerweile gibt es so viele Spitzen- und Freizeitsportler. Sport hat sich so hoch publiziert und da kann wirklich jeder Kreatin nehmen. Und viele von diesen Spitzen- und Freizeitsportlern nehmen auch schon längst Kreatin. Also gerade diese Spitzensportler, wenn das auch so Olympia ist oder sonst was, da gibt es wenige, die wirklich auf Kreatin verzichten. Selbst das Internationale Olympische Komitee hat 1998 beschlossen, dass Kreatin nicht auf der Dopingliste steht. Das bedeutet gerade deswegen, die ganzen Personen von der Olympia, natürlich nehmen die dann auch Kreatin. Es hat ja auch seine Vorteile, sie können ihre Leistung steigern und durch Studien ist es ja einfach bewiesen, dass es funktioniert. Also warum darauf verzichten? Ich habe schon viel über Kreatin in meinem ersten Video von dieser Reihe erzählt. Das könnt ihr hier nochmal anklicken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da sage ich einfach nochmal, was Kreatin ist und für was es gut ist. Weil genau daraus wird nochmal veranschaulicht, dass Kreatin eben nicht dem Muskelaufbau dient. Wie die meisten dann meinen, dass die Bodybuilder das extra nehmen, um hier die dicken Muckis zu bekommen. Aber nein, so ist es nicht, denn Kreatin dient der Leistungssteigerung. Und genau aus diesem Grund ist es wirklich für alle Sportarten optimal zu nutzen. Hier spielt es auch keinen Unterschied, ob ihr irgendwie nur laufen geht, ob ihr Wintersport macht, Skateboard, irgend sowas. Es spielt keinen Unterschied, ob Fahrrad, also ob ihr irgendwelche Geräte einfach benutzt. Einfach, wenn ihr eine athletische Leistung vollbringt, kann ich euch nur empfehlen, probiert es aus, macht mal so eine 6-8 Wochen Kur. Alles über die Einnahmedauer von Kreatin kann ich euch auch nochmal hierhin verweisen auf mein zweites Video. Und da werdet ihr auch ganz einfach sehen, ob sich Kreatin für euch lohnt, ob Kreatin das Richtige für euch ist, ob ihr eure Leistung steigern könnt, Meilensteine erreichen könnt oder eben nicht. Vor allem, wenn ihr jetzt in eurer Sportart, irgendeinem Wettkampf, Turnier, je nachdem, was ihr macht, habt, würde ich euch gerade dann empfehlen, so 3-4 Wochen vorher mit der Kreatinkur zu beginnen, damit ihr da einfach wirklich eure Leistung steigern könnt und vor allem auch noch während dem Tag, an dem ihr den Wettkampf oder das Turnier habt oder während der Zeitdauer, während dieser Periode Kreatin nicht absetzen, gerade dann weiternehmen und dann kann es durchaus eure Leistung steigern und euch vielleicht auch so ein bisschen höher pushen, um euch, ich will nicht sagen zum Sieg zu verhelfen, aber natürlich ein ganzes Stück höher. Ne? Als nächstes Kreatin während einer Diät. So, da denken ja viele, Low Carb, Kreatin, das verträgt sich nicht, weil durch Kreatin wird man ja schwammiger, wenn man das zu sich nimmt und so, weil es ja irgendwie Wasser einlagert. Nein, es lagert nicht Wasser unter die Haut ein, habe ich auch schon mal in einem anderen Teil erwähnt, sondern es zieht Wasser in die Muskeln. Also ganz klares und kurzes Statement, Kreatin ist auch während zum Beispiel einer Low Carb, Low Fat Diät, wie auch immer, geeignet. Gerade während der Low Carb Diät, da will man ja gezielt Körperfett abnehmen, aber da man keine Kohlenhydrate hat, fehlt einem einfach oft diese Energie, man fühlt sich schlapp und da kann sogar Kreatin richtig hilfreich sein, denn es spendet ja quasi Energie. Zwar nicht über den ganzen Tag verteilt, aber gerade diese Energie, die man dann zum Trainieren braucht, bekommt man eben durch das Kreatin. Also egal welche Form der Diät, ihr müsst da nicht irgendwie Angst haben, dass ihr dann doch schwammiger werdet oder so, die Muskeln werden höchstens praller. Es kann natürlich auch sein, dass ihr dann 1-2 Kilo zunehmt durch das Kreatin, durch Wassereinlagerung, aber das lässt euch nicht irgendwie dicker aussehen, deswegen lasst euch davon nicht irritieren. Ich empfehle immer, wenn ihr auf die Waage geht, achtet nicht so richtig auf das Gewicht, selbst wenn ihr zunehmt oder abnehmt. Ihr seht ja euren Körper selbst im Spiegel. Achtet mehr darauf. Achtet darauf, ob ihr euch im Spiegel eben gefällt oder nicht und nicht darauf, was die Waage sagt. Darauf, das sieht ja eh keiner auswärts. So, der nächste Punkt ist Kreatin für Frauen. Auch ein ganz interessantes Thema. Und auch wieder kurz und knapp, Kreatin ist auch für Frauen ganz normal geeignet. Macht keinen großen Unterschied.
Trotzdem, auch hier sollte sich ein bisschen langsam rangetastet werden. Dieses Ganze von wegen erstmal aufladen, den ganzen Speicher, indem man am Anfang 20 Gramm da am Tag in sich reinschaufelt, das alles weglassen. Das gibt nur Magenverstimmung, Bauchschmerzen, nein. 5 Gramm am Tag, Frauen können sich da auch langsam rantasten, probiert es mal aus. Ihr nehmt 5 Gramm am Tag, bekommt ihr Bauchschmerzen, dann macht langsam, natürlich versucht viel zu trinken währenddessen, aber es sollte ganz normal wie beim Mann funktionieren, alles ist da wirklich gleich. Genau wie beim Mann findet auch hier eine Wassereinlagerung statt und das kann eben zum Muskelaufbau verwendet werden. Man bekommt mehr Kraft, damit kann man irgendwie mehr drücken oder je nach anderer Sportart hat man einfach einen Kraftzuwachs. Was jetzt für die Frauen so ein bisschen schlimm ist, ist dann, ihr nehmt vielleicht 1 bis 2 Kilo zu. Kann man nichts dran ändern, aber es sind Wassereinlagerungen und es wird in den Muskel gezogen. Ich sage so oft einfach, man merkt es kaum über den ganzen Körper, 1 bis 2 Kilo, die dann quasi im Muskel sind, nicht unter die Haut, ihr wirkt nicht schwammig oder aufgequollen oder sonst was. Das ist alles Schwachsinn. Ich habe schon mal in meinem ersten Video gesagt, die Vertreiber von diesen ganzen Supplementen versuchen zu tricksen, wo es nur geht, um ihrer Gewinnmaximierung einfach einen Schritt näher zu kommen, um aus allem Geld zu ziehen. Und genauso gibt es diese ganzen Supplemente wie auch Kreatin eben extra für Frauen. Das ist dann irgendwie so eine pinke Dose und was die da alles drauf versprechen, natürlich dann Frauen drauf und sowas, wahrscheinlich noch das Doppelte kostet das, was es für einen Mann kostet und es ist genau der gleiche Inhalt. Es ist einfach wahrscheinlich meistens Kreatinmonohydrat, wird es auch schon als Krealkalin und alles geben. Es ist komplett das gleiche, der einzige Unterschied ist, die Dose ist pink oder da ist eine Frau halt drauf, aber lasst euch darin nicht täuschen. Das kostet so viel mehr Geld, aber hat wirklich, wirklich den gleichen Inhalt. So, der letzte Punkt, Vegetarier und Veganer. Und genau für euch ist Kreatin extrem wichtig. Denn auch hier ist natürlich Energie zum Training notwendig. Auch so kann man seine Leistung steigern. Und Vegetarier und Veganer spüren die Energie quasi, die durch das Kreatin bezogen wird, am stärksten. Denn die meisten anderen, die irgendwie viel Fleisch essen, nehmen 1, 2, vielleicht sogar 3 Gramm Kreatin am Tag schon automatisch durch ihre Ernährung, durch Rindfleisch oder sonst was zu sich. Vegetarier und Veganer haben diese Möglichkeit dann eben einfach nicht. Und genau deswegen findet da eine krasse Leistungssteigerung von Anfang an statt. Ist auch hier nur zu empfehlen und deswegen einfach mal so ausprobieren. 6 bis 8 Wochen ist so ein guter Zeitraum, meinetwegen auch mehr. Und dann werdet ihr auch ganz schnell erkennen, schon nach den ersten Tagen, da ist auf jeden Fall mehr Power, da ist mehr Kraft. Und wie gesagt, ist zu empfehlen. Probiert es aus, macht es einfach mal. Allerdings ist bei Vegetariern und Veganern auch der Körper gar nicht anfangs an das Kreatin gewohnt. Deswegen, eine Nebenwirkung sind ja zum Beispiel Bauchschmerzen. Vielleicht da anfangs wirklich erstmal 3 Gramm Kreatin am Tag zu sich nehmen. Diese Ladephase komplett vergessen, gar nicht erst machen. 3 Gramm am Tag, wenn man merkt, es ist verträglich, es passiert einfach nichts. Dann können ruhig die 5 Gramm genommen werden, andernfalls langsam darauf hinarbeiten, wie gesagt, weil der Körper das Kreatin einfach noch nicht gewohnt ist. So, das war's wieder mit dem Video und kurz und knapp ist nochmal zu sagen, Kreatin ist also zu empfehlen. Egal ob während der Diät, ob für Frauen, Vegetarier oder egal welche Sportart, ich würde es einfach mal ausprobieren, so 6 bis 8 Wochen, das tut nicht weh, macht nichts, ihr könnt es auch länger machen, wenn ihr möchtet und dann seht ihr ja selbst, ob ihr einfach einen Kraftzuwachs habt, ob es euch was bringt, andernfalls hat man da halt einfach in der Hinsicht gelitten, dann ist es vielleicht so ein bisschen verschwendetes Geld, aber da habt ihr wenigstens Klarheit und müsst es dann nicht nochmal kaufen. So, ansonsten denkt an die PDF-Datei, lade die einfach runter und checkt auch meine anderen Videos aus. Einmal die vorherigen 3 und das nächste, was noch kommt, die ganze Kreatin-Reihe. Wie gesagt, die PDF-Datei ist für jedes dieser Videos. Und jetzt geht's weiter mit den Useless Facts. So, wo wir bei Leistungssteigerung sind, reden wir mal von Geschwindigkeiten. Und zwar, die Maximalgeschwindigkeit eines Löwen liegt ungefähr bei 80 km/h, extrem schnell. Die Maximalgeschwindigkeit eines Kängurus beträgt 48 km/h, immer noch mega schnell. Und der schnellste Mensch der Welt, Usain Bolt, hat es sogar geschafft, fast ans Känguru ranzukommen mit 44,3 km/h Maximalgeschwindigkeit. Und genau zu sowas kann natürlich auch das Kreatin verholfen haben, ne? Man weiß es nicht, aber zählt nicht als Dopingmittel, alles cool, alles gut. Aber das sind extreme Dimensionen, wenn man sich das mal überlegt, wie schnell wirklich ein Mensch rennen kann. Großen Respekt an der Stelle. Da wir auch das Thema Frauen hatten, bleiben wir da so ein bisschen dran und zwar Brustkrebs.
Schlimmes Thema, aber der Heilungsprozess verläuft meistens positiv bei Läuferinnen. Also Frauen, die sich regelmäßig betätigen in irgendeiner sportlichen Hinsicht, die einfach laufen gehen, als bei inaktiven Frauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann klickt doch einfach hier unten auch noch auf das Video, wenn ihr euch noch mehr für Kreatin interessiert. Da geht es dann nochmal um die Nebenwirkungen von Kreatin und ob Kreatin in Wasser zerfällt. Das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil wenn ja, dann verliert es ja auch dadurch an Wirkung. Deswegen sollte man das doch durchaus wissen. So, ansonsten, hier oben findet ihr noch meine Handstand-Challenge. Ja, da fülle ich immer so ein bisschen Aufgaben im Handstand. Da könnt ihr auch mitmachen, mich so ein bisschen inspirieren, was ich als nächstes machen soll, Vorschläge bringen. Dann werde ich das auch machen. Wenn ihr euch so ein bisschen für eigenes Körpergewicht und sowas interessiert, schaut es euch an. Ansonsten, ganz normal, wie immer, schaut euch die Social-Media-Kanäle von mir an. Facebook, Twitter, Instagram, alles, die Links dazu, auch wie immer in der Videobeschreibung. Denkt an die PDF-Datei. Ansonsten bis zum nächsten Mal.